Ich drücke die Aufnahmetaste. So. So, du willst wieder Strange Brigade spielen, ja? Ich jetzt? Ja. Weiß ich nicht. Ja. Nee, ich weiß es nicht. Ja. Strange Brigade. Strange Brigade. Also ich bin schon im Spiel. Also ich spiele schon fleißig. Ja. Ach so. Ja, ich bin in der Lobby. In der Lobby ist er. So, wie kann ich dich denn jetzt hier... Achso, das war ja wieder hier über mehr Spieler. Ich erstelle eine Lobby. Und ich glaube, ich kann dich jetzt... du bist in der Menüs, bist du. Genau, so einladen. Ah, es klingt, als würde es schmecken. Nicht? Always room for another stout-hearted chap. Ah, da ist er ja. Der Hühnerschrecker. Bist du fertig? Ayo. Wir warten auf den Chicky so. Hat schon wieder keinen Ton. Hat schon wieder abgeschalten. Ich höre ihn nicht. Der redet wahrscheinlich wieder. Die ganze Zeit redet er. Das Mikro abschalten. Once more we join our heroes. Hallo? Ja, du Mikroabschalter. Ich hab das nicht ausgestellt. Focused nicht. As always. Na, keine Ahnung. On their mission. Oh, bother, never hallo? Ja, Professor hallo? De Quincey. Hallo, hallo. If I hallo? Could have your attention. Miles away, blasted academics. Professor De Quincey. Ah, oh, ich Professor? Muss hier leise drehen. Warte mal. Das Spiel ist so laut. Good lady. You were saying? Yes, as you were saying. So, jetzt besser. 17th century Caribbean pirates. In well, the Navy. Well, they may be a strange thing to imagine. Genau, wir sind jetzt Piraten, ne? Captain Jeremiah Tiberian. Sinalco. Ja, Sinalco schmeckt. Ja, Sinalco schmeckt. War das nicht das? Kommt hier aus Duisburg, das Wasser. Ach, ja. Und schmeckt? Ja, natürlich. Na, super. That sounds foreboding. And now she asks the price for this patronage? Exactly. The witch queen. Oh, die hatte aber auch Teller in den Ohren, oder? Back to life to serve her. Even Tiberian and his crew. Prost. Arm yourselves well, ladies and gentlemen. I'm afraid this next mission won't be plain sailing. Satekis summoning her scurvy servants, and only the Strange Brigade can stand against such nefarious nautical necromancy. What paranormal piratical predicament awaits our heroes in the Das ist auf Englisch einfach wesentlich geiler. Ja, das typische Piratenhöhlen-Showdown unter der Erde. Oh, jetzt gibt's Skelette mit Hüte. Wow. Hammer. Ja. Ich habe es mir jetzt gerade richtig bequem gemacht. Ich liege hier eigentlich fast, ja. Wieso? Naja, wie geht das? Winkst du meine Rücken? Ich tue es auch mal. Na, ich habe doch so einen Gaming-Stuhl und den kann man doch bis auf 220 Grad umklappen, weißt du? Theoretisch. Deswegen sage ich dir, es ist total geil, mit einem Gamepad einfach davor zu hängen. Ja, hänge ich ja gerade. Das heißt aber nicht, dass es besser zu steuern geht. Na, das kann ich nicht. Das tut mir einfach zu viel weh. Ich überlege mal, ob ich meine Füße hier irgendwo hochmache. Nee, das kann ich ja nicht. Laptop weg. Ja, du darfst das nicht machen. Ich kann es ja auch nicht. Und Laptop ist weg. Ja doch, ich mache das jetzt, aber... Laptop ist runtergekippt. Ey, das finde ich nicht in Ordnung. Also wenn ich das mache, habe ich Schmerzen. Also das finde ich nicht in Ordnung, dass du das jetzt machst. Oh, das ist geil. Boah, wenn ich jetzt eine Kamera hätte, ne? Ja. Ich brauche noch eine Kamera. Eine Schrittkamera oder was? So, aber das steuert sich ein bisschen komisch jetzt, weil meine Füße sind jetzt... Deine Füße sind im Spiel. Ja. Oh. Ist klar. Also dann möchte ich jetzt keine Schrittkamera haben, wenn du pupst. So. Ich hole mir noch mal eine Kamera, dann mache ich hier mit Bild. Ja. Du hast doch auch mal mit Bild das gemacht. Das sieht cool aus hier gerade. Guck mal hier runter. Also das sieht doch mal richtig schön aus, oder? Also designmäßig haben sie es ja drauf, ja.
Ja, die Weitsicht ist auch super. Ja. Was ich mich nur halt immer frage, ist das auch bei der normalen Xbox so? Weil wir haben ja die Pro-Version. Ich glaube nicht, ne? Das ist bei der normalen genauso. Das hat ja nichts mit der X zu tun da. Also ich glaube jedenfalls ja, schon, ne? Was für eine wilde Akrobatik, was ist hier los? The Brigade, Masters of Stealth. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Nö, ich habe geschossen mit der Kanone da oben. Warum? Ja, wieso denn nicht? Ja, warum? Also ich habe heute gelesen, dass Microsoft mal wieder gesagt hat, dass sie Xbox Haaren. Live auf alle Plattformen bringen wollen. Also okay. Ich glaube, das ist das bedeutet, dass Xbox Live für Nintendo Switch confirmed ist. Hätte ich das sein lassen sollen? Swashbuckling skeletons! Seteki's sorcery has revived these bony buccaneers to harass our heroes! Tiberians Mannschaft! Ja, ich bin gespannt, was damit wird, ne? Wenn sie es wirklich dann erreicht haben. Ui, da kommt was da. Also, sonst würden sie es ja nicht so teasern, ne? Also. Ja, ich denke mal, die werden versuchen, wirklich den Markt ein bisschen aufzuschubbeln. Dass Sony ganz stark nachziehen muss. Was ich mich frage, also ich meine, Sony wird das nicht zulassen, oder? Also Xbox Live oder Game Pass auf der PlayStation 4 halt, ne? Ach, das glaube ich nicht. Die haben es ja jetzt schon ein bisschen kompliziert mit dem sich öffnen, ne? Oder liegt Out of Bounds da drüben? Jetzt nicht mehr. Ja, wie gesagt, die haben es ja jetzt schon kompliziert. Ja. Mein Rücken. Aua. Und die haben ja nicht sowas wie den Game Pass, ne? Die haben zwar dieses Streaming-Dings, aber das kostet 20 im Monat. Nicht wie den Game Pass haben sie nicht, das ist richtig, aber die haben ja dieses andere Ding, so wie das Gold haben sie. PlayStation Now. Ja. Nee, das ist ja das Streaming, so, PS Now. PlayStation Plus. Genau. Ja, aber das PS Now kosten 20, ey. Das ist viel zu teuer. Das Ding kann man doch hier kaputt machen, oder? Ja. Eigentlich. Warte mal. Okay, nee. Oh, nee. Oh, hi. Ja, oh. Ey, der spielt Klavier, guck mal. Wer denn? Den ich weggehauen hab. War die Musik nicht so doll, oder was? In the Navy. Oh, da, 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 in the Navy. 100 Feinde im Nahkampf. Jetzt hab ich's endlich. Endlich! Wird ja auch Zeit, Mann. Oh Gott, ich ziele und treff nicht. So. Ui, das Geld. Ich wollte Geld haben. Ich habe bis 186, nur schon so viel. Das finde ich nicht in Ordnung. Nee, Klavier spielen kann ich nicht. Doch, toll, jetzt habe ich einen Ohrwurm, verdammt. So. Und bing. Oh, hier ist ein Trank für dich und für mich. Da. Whoop. Habe ich noch nicht gespielt. Ich auch nicht. Also doch, die Demo habe ich gespielt. Na, nicht mal die. Oh, das sieht mir hier wieder nach Dings aus hier. Bummens, guck mal da oben. Da ist wieder so ein Skarabäus. Warte mal, ich guck mich ganz kurz bloß um, ja, warte. Zum Beispiel ist hier eine Kanone, die ich nicht benutzen kann, aber theoretisch können wir es doch. Warte mal. Indem wir hier reingehen. Hier reingehen. Warte mal. Und. So. Geht irgendwas gequiekt. Was ja, war ich. Das? Ich war das. Guck mal hier. Achtung. Und Feuer frei. Das hat mich. Bumm. Alter, geil, du hast ein Loch da reingemacht. Ach so, war mit Absicht. Na klar, ich kenne das Spiel. Hab heimlich geübt. So, hier sind noch Tränke. Die lasse ich mal für dich. Hier sind noch Tränke, ne? Nee, kannst du doch. Hier sind Tränke. Okay, ich glaube, wir dürfen uns jetzt auf eine kleine Dingens einstimmen hier, ne? So.
Gibt's hier unten noch was? In the Navy. Ach, bitte. Da, da, da. Da, 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 da. Ich hasse solche Mucke. Ja, ich auch. Okay. Und es geht wieder los. Der Asi Enemy. Nicht zu früh. Scheiße, egal, Nahkampf. Oh, das war gut. Achtung und sauber, brutal. 6 Feinde zerstört. Brutally. The whole bully for you, Strange Brigade. Ich hab mein Achievement gerade bekommen. Ich bin fast tot. Niemand mag Angeber, habe ich gerade gekriegt. Aha. Grauenspirat Tiberian. Okay. Vertrauenspirat Tiberian. Keine Ahnung. Niemand. Ich kann es dir gar nicht sagen. Danke. Oh, ich bin fast tot. Ja, kenne ich. Ja? Aha. Mir geht's genauso. Das ist gut. Wir müssen die Kanone bestimmt benutzen. Meinst du? Genau. Jo. My Blackbeard's Barbecue Bart. Okay. Oh, der Typ ist echt widerspenstig, du. Ja, dann ist, heißt es widerspenstigen Zähmung, oder? Da ist er ja. Wir müssen bestimmt die Kanonenkugel benutzen. Ich lock den mal hier hinten hin. Das Problem ist... Hast du gehört? Er sagt das ja. Er sagt ja, ihr braucht eine biggere Gun, um mit mir zu dealen. Wo ist der denn? Der Kanonendurchgang ist zu übrigens, ja. Ach so. Gerade. Ist aber dämlich. Was machen wir jetzt? Ja. Oh, er hat Energie verloren. Ja, ich hab neben ihm geboxt, hab ich. Oh, au. Joho. Oh, way, oh. Oh, Brandon G. Oh, einfach nur nah rangehen und schießen. Ja, achso, der hat wieder so ein Dings in seinem Körper dran, ne? Ja, aber wenn man nah rangeht, dann kann man dem Schmerz zufügen. Ey, der spawnt diese Viecher, ne? Ja. Der kleine Pimmel, ey. Irgendwie treffe ich den nicht. Wow. Ist egal. Ich glaube, jetzt bin ich gleich wieder tot. Aua! Was machst du? Wer? Sie! Guck mal! Einhändig! Boah, nervt das Vieh. Oh, der friert ein. Jetzt jawohl. Aber! Jawoll! So, es hat... Definitely will be his famous last words. Our heroes have surely seen the last of that pesky pirate. Mhm. Okay. Ja. Sehr gut. Pesky Pirate. Ich glaube, wir müssen jetzt in sein Pesky Pirate Ship gehen. Ich weiß gar nicht, was ein Pesky Pirate ist. Keine Ahnung. Ah nee, durch das Tor müssen wir hier hinten durch. Jo. Das ist nämlich jetzt offen. Ich bin schon durch. Was? Hier? Ah nee, ist ein falscher, ne? Ja. Sag das doch. Ja, hab ich doch. Du hörst mir ja nicht zu. Ja, weil du zu spät sagst. Du willst immer Erster sein.
Boah. Dann beschwerst du dich, dass du wieder angegriffen wirst. Feuer. Kaputt. Guck mal, hier drüben sind Geisterseelen, die sich da hinten bewegen. Oh. Yo, Final Fantasy X kommt ja als Remaster, ne? Das sieht aber auch nicht groß anders aus, oder? Ich möchte es aber trotzdem mal wieder spielen. Hier ist ein Trank. Also nach Final Fantasy 7 und 8 ist das mein Liebstes. Aber es gibt ja nie eine Veröffentlichung von Final Fantasy 8. Ist dir das mal aufgefallen? Warum also Teil eigentlich? 7 immer, Teil 9 immer, aber Teil 8 ja keine Ahnung. Warum eigentlich 8 nicht? Das ist doch tiefer, oder nicht? Verstehe ich War nicht. Teil 8 nicht tiefer? Ja. Teil nee. 8 ist tiefer. Nö. Doch, Teil 8 war tiefer. Nö. Warte mal, hier ist wieder... Achtung. So, wo haben wir denn den Code? Hast du einen Code irgendwo gesehen? Warte. Nee, den anderen. Den anderen. Eindeutig den anderen Code. Nee, auch den Nö. Anderen. Ja, mir nicht. Findest du keinen Code hier? Warum ist hier kein Code? Sag mal an, warum ist hier kein Code? Warte. Den anderen. Ach so. Den mit C-O-D-E und nicht mit K-O-T. Ach, Chicky. Ah, Chicky. Ja, echt, ey. Chicky. Code verseucht. Ist Chicky. Ja. Ja, also ich hab nix gefunden, du? Warte. Müssen wir vielleicht noch... Müssen wir vielleicht noch weiter zurück oder so? Wie weit denn noch zurück? Wir haben doch gerade erst angefangen. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe keinen Code. Ja, das muss doch hier irgendwo sein. Das kann ja dann sonst nur hier sein. Eigentlich also schon. Es muss hier. Ja hier irgendwo in der Nähe sein. Ach, guck mal, was da oben ist. Da Code? Oben. Nee, guck mal, was da oben ist. Ist da ein Code? Nee, aber kennst du das? Müssen wir da hin? Ja, das ist doch diese Seelenkugel. Ja, ja. Aber das hilft mir jetzt nicht. Hier ist irgendwo ein Code. Nee, ja, ja, ich suche auch den Code. Ich glaube, der ist hier. Ah, wo ist der Code? Ja, mal Mikro hier hinhalten, so. Zum Code hin. Jetzt geht das wieder los. Ja, Codesucher. Ist er vielleicht hier geguckt? Wenn es einer zuhören würde, ne? Code. Du. Ah, nee, das war ja Boys, ne? Oder Girls. Nee. Boah, ey, einfach sein Trauertag heute. Ja, der Typ hat sich umgebracht. Hat und, sich umgebracht? Auch noch Luke Perry gekillt. Also, ja, mit dem umgebracht, das hat doch keiner. Ey, die waren doch noch so erfolgreich, Prodigy. Wie, weißt du, was muss wirklich ja, im Leben für Tiefschläge gegeben haben, dass man keinen anderen Ausweg sieht? Und die Frage ist, warum hat also vielleicht das keiner groß mitbekommen und vielleicht irgendwie die Möglichkeit ergriffen zu helfen, ja? Ist ja auch immer die Frage. Ich hab ein Tränchen in den Augen gehabt. Prodigy, Firestarter? Ey, der war 49, der Typ. Ey, der ist 8 Jahre 49. älter als ich, ja. Das ist schon echt übel. Wie gesagt, also ich bin ja mit der Musik auch groß geworden. Das war ja die 90er, und, ja. Luke Perry, der ist... Ja, ist auch gestorben. Der war Herz auch irgendwann in der 50, ne? 52. Nee, der hatte Schlaganfall. Ja, ja. 52 war er. Ja, ist doch scheiße. Was ja. Also Beste, alle... Scheiß alle, unsere Idole, sag ich jetzt mal. Ach, guck mal hier, die Kanone ist ja richtig aufgepilzt. Hast du schon mal gesehen? Nachdem wir sie abgeschossen haben? Das finde ich jetzt gar nicht so dramatisch. Ich finde es eigentlich dramatisch, dass so Wichser wie die AfD-Spasten wahrscheinlich uns alle überleben. Ja. Und dann so tolle Menschen dann irgendwie erbärmlich sterben, weißt du? Das ist echt. Ja. Naja, jedenfalls Trixi hat jetzt hier geklatscht der AKK gegenüber, ne? Für ihren tollen Beitrag. Boah. Bei. Geht gar nicht. Warte mal kurz hier. Ich habe hier mal was aufgemacht. Das geht echt gar nicht.
Also die unwählbar gemacht. Also ich bin ja eh kein Konservativer, aber das war jetzt so. Das also wenn sie vorher nicht unwählbar war, dann ist es jetzt. So ungefähr, ne? Ja. Hier kann man doch bestimmt auch noch was aufschießen, oder? Das sieht doch danach aus, als ob man da hochgehen kann. Definitiv. Aber die SPD positioniert sich ja jetzt wieder ziemlich gut. Aha, und das dann beim nächsten Mal vielleicht, ja, ich finde schon. Also das Rentenkonzept ist eigentlich gar nicht so gut. Das sei mal dahingestellt, aber ich hätte die in den Koa-Vertrag, also ich wäre aus der Koalition ausgestiegen bei der ganzen Sache. Also das ist für mich nicht glaubwürdig. Absolut. Es ist für mich nicht glaubwürdig. Das stimmt schon. Die haben Angst vor der AfD. Aber die ist ja eigentlich schon wieder unter ferner Liefen. Ja, ich würde sie nicht abschreiben. Sie sind ja immer noch da. Aber das Problem oder der Punkt ist ja, sie wollen eine Alternative sein und sind es nicht. Sie machen genau ähnliche Dinge, teilweise sogar schlimmer, finde ich, als das, was sie bei den Etablierten in Gänsefüßchen vorwerfen, ne? Was sie denen vorwerfen. Ja, aber das Problem ist, es gibt keine linke Opposition. Es gibt nur die Grünen. Und die Grünen sind Verbotspartei. Die Grüne sind keine linke Opposition. Definitiv nicht. Das werden sie auch nie sein. Ja, aber es gibt keine mehr. Ja, dann mit einer Wagenknecht hast du keine. Nee, die ist rechts. Und es gibt keine wirkliche linke Opposition. Richtig. Da ist die SPD und die Grünen die einzigen, die das irgendwie noch so besetzen. Weißt du? Ja, denke ich auch. Du, kann es sein, dass wir uns hier einen Wolf suchen? Wahrscheinlich gibt es das gar nicht. Wir gehen jetzt einfach weiter. Ja, wir gehen jetzt weiter. Genau. Sehe ich genauso. Und ich kann die Linke auch nicht mehr wählen. Das tut mir echt leid. Ach, Entschuldigung. Ich kann die nicht mehr. Ach, shit. Nee. Nee, also ich kann die Linke mit Wagenknecht. Mit Wagenknecht kann ich die Linke nicht wählen. Das ist definitiv falsch. Also habe ich bisher gemacht, aber jetzt geht's nicht mehr. Also das kann ich nie unterstützen. Deswegen habe ich jetzt auch beim letzten Mal Grüne gewählt. Ist zum Beispiel ein Gysi, der ist ein super Rhetoriker, aber eben halt, absolut, wie er mit seiner Vergangenheit aufgeräumt hat, also nicht, ist halt wieder doof. Eben. Weißt du, hat alles irgendwie Geschmäckle. Ja, was heißt Geschmäckle? Ich meine, dass da einige Sachen muss man immer aus dem gesamthistorischen Kontext betrachten. Und es war halt, ja, da war irgendwo eine Katze, habe ich gehört. Es war halt nun mal ein bisschen was. Hast du schon gefunden, ne? Weißt du, das ist er? Nee, die Katze kommt von da hinten irgendwo. Da drüben ist er. Genauso das gleiche kann man nämlich den Mauerschützen vorwerfen und vielen anderen, die in irgendeinem System, Regime und sonstiges mitgespielt haben. Und das hätte ich als Aufarbeitung sehr gerne gesehen, egal von wem. Also sowohl als BRD wie auch Ex-DDR. Ne? Also das wäre schon für mich wichtig. Weil links, das Schlimme ist, dass links immer sofort mit Sozialismus und Kommunismus verglichen wird. Und das ist ja nicht der Fall. Ja. Nee. Eine politisch Linke heißt nur, dass sie eben halt die Grundverantwortung, also das Überleben, Grundverantwortung bei Papa Staat sehen. Dass er eben halt die Plattform gibt, dass die Leute zumindest menschenwürdig leben können und sich nicht den Markt unterwerfen müssen und sollen. Das ist für mich links. Ja, das sehen wir ja auch, dass das echt wichtig ist, dass es sowas gibt. Geht's da weiter? Nö. Ist halt so. Ich glaube, wir müssen jetzt hier wieder runter. Nur das sehe ich halt. Ich glaube, wir müssen wieder rüber, weil wir jetzt da drüben was aufgemacht haben. Weißt du? Wir können auch hier einfach durch die Tür gehen, ne? Okay. Aber wir haben ja aufgeschossen. Wir könnten jetzt rübergehen. Hm. Vielleicht gibt's dann da den Code. Oh fuck. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ja, du hast den getriggert, hast du. Toll. Toll gemacht. Ja, wie gesagt, so sehe ich das jedenfalls. Sprich, eben halt Staat und nicht, so, dort, wo Staat nötig ist, Bildung, Grundversorgung, also auch Grundversorgung innehaben, Wasser, Stromnetze, Internet, Grundversorgung, also sprich die Netze in öffentlicher Hand, ist nämlich für uns alle da, und ÖPNV, und dann eben halt der Rest ist dann Freiheit des Einzelnen, ohne die Freiheiten eines anderen zu beschränken. Deswegen bin ich linksliberal. Ich verstehe auch gar nicht, dass man sowas
verstehe auch gar nicht, dass man sowas hinterfragen kann, dass das Kacke wäre. Nee, weil immer, ist wie bei den Demokraten in den Staaten, also die Patrioten, ne, oder Republikaner. Mhm. Ich glaube, hier geht's noch nicht weiter. Wir müssen erst. Jetzt ist ja alles zu, wa? Jetzt gibt's gar keinen Ausgang mehr hier, hä? Toll. Okay. Wir sind am Arsch. Da ist es ja genauso, da sind die Demokraten, da ist links ja sowas von böse. Ich meine, okay, Bernie ist natürlich sehr weit links, ja, also für amerikanische Verhältnisse. Aber er ja, guckt gut, sich ja, er guckt sich das nur ab. Für die meisten. Ja, der guckt sich das der ja auch ist nur ab. Unwählbar für die meisten, weil er als Kommunist gilt. Ist er nicht. Er ist eigentlich ein sehr guter Kandidat und ich würde mich schon freuen, wenn er das Rennen machen könnte. Also er hat auf jeden Fall sehr gute Chancen bei dieses Mal, weil er eine gute Plattform hat oder eine gute Basis. Aber er gilt für viele als Kommunist, obwohl es nicht ist, aber er gilt als viele als Kommunist und deswegen nicht wählbar. Ich glaube, deswegen wird es recht schwierig für die Masse. Aber wer weiß, vielleicht keine Ahnung, wie das mit Trump jetzt weitergeht. Es bleibt jedenfalls spannend und es wird eng. Zumindest rechtlich wird es eng, weil die USA sind immer noch ein Rechtsstaat. Und da kann auch er sich nicht gegen wehren. Gott sei Dank. Ja, ich bin deswegen, ja so gespannt, wie es jetzt so läuft. Die Demokraten haben ja jetzt erstmal weitreichende Untersuchungen seit der Anhörung von Cohen, von dem Ex-Anwalt, weitreichende Untersuchungen jetzt beschlossen. Also die Dinger sind angerollt. 60 Leute, inklusive Trumps direktes Umfeld, aufgrund der weitergehenden Erkenntnisse, Steuerbetrug und sonstige. Was machen wir hier eigentlich? Ich überlege, wie es hier weitergeht. Ja, ich auch. Ich habe Kotscheiben hier, also Kotscheiben, ja, habe ich hier an der Seite. Hier, guck mal, hier drüben. Aber ich weiß nicht. Da irgendwas in Brand steckt. Na toll. Hier ist auf jeden Fall. Ja, die kann ich aber hier nicht anschießen, die Kotscheiben. Ja, wir sind hier aufs Ewigste gefangen, ja. Ich glaube, hier wurde was nicht so richtig getriggert. Ja, wir übersehen es wahrscheinlich einfach nur. Na, mit Sicherheit. Sicher. Wahrscheinlich die da in der Mitte. Wenn ich den in den Kopf schieße, passiert nichts. Okay. Was kann man denn hier noch machen? Jedenfalls nichts kaputt. Die Scheiben, was ist das denn da oben? Wo? Oh. Wo denn? Da. Aha. Cheeky wieder. Okay, davon gibt's 4. Keine Ahnung, wo die anderen Scheiben sind. Das ist aber auch gemein, oder? Ja. Das finde ich schon. Also, das ist ja die kurz vor fies. Wieso? Ja, weil das fies ist. Du musst einfach nur zielen und dann zeigt er dir die Dinger ja an. Ach so. Wo zeigt er mir das an? So. Ach, da. Rot. Ach so. Ja, weil die versteckt waren. Mhm. So, damit sind alle 4 an hier. Komm, wir. Boah. Oh mein Gott. Oh, fuck. Okay, die sind bereit. Ich bin bereit. Du bist bereit. Uiuiui. Du bist umzingelt? Okay, du bist raus. Alter! Oh. Und weg mit euch! Ich bin fast schon wieder tot hier.
So. So, wo ist jetzt hier der Schatz, verkackte Kacker? Erstmal ist hier noch einer. So. Nothing our heroes can't handle. Onwards and upwards. Nee, ich will den Schatz hier. Welchen Schatz denn? Hol ich mir jetzt Munition. Vom Silbersee? Der hier in der Mitte mal war. Na, der ist doch explodiert. Da kamen doch die Monster raus. Ach, so ein Kot. Ja. Hier. Hier gibt's Schätze. Wow. Wow. Da drüben ist auch noch eine Tür aufgegangen. Da liegen auch noch Schätze. Ui, die nehme ich mir. Schätze. Ich glaube, die nehme ich mir. So, da ist Shiki schon wieder draußen. Wo bist du denn? Ich habe Schätze eingesammelt. So, ich bin auch down. Wo kommt die? Hier ist irgendwo eine Katze. Da oben. Da. Does this little kitty have a treat for us? So. Das ist mein neues Feature. Eingefriermunition oder was? Ja, ja, ich hab so ein Special habe ich. Wo müssen wir denn jetzt hin hier eigentlich? What a peculiar puzzle our heroes have happened upon. Perhaps the answer lies within plain sight. Aua, aua, aua! Ich glaube, wir müssen da oben einen Code eingeben. Na, erstmal müssen wir die Monster hier wegmachen, oder? Wow! Okay. Hm. Welchen Code müssen wir denn eintragen? Keine Ahnung. Wo ist denn der Code? Ach, da. Ja, nicht. Oh, hat geklappt. Ach so, so ein Code. Man kann sich ja nur um Stunden handeln. Warte mal, ich guck mal, ob ich hier irgendwie einen Hinweis für den Code finde. Gib mir den Code. Huch, Monster. Was denn? Boah, ich hab keinen Bock mehr. Wir finden den Code. Bin ich mir sicher. Also hier jedenfalls nicht. Wir sollten nochmal zurückgehen. Was hat er gesagt? Der ist beneath. Dass es wahrscheinlich direkt vor unseren Augen ist. Ja, ich hab's schon. Ich hab's. Auge, Geier, Welle, Geier. Auge, Geier, Welle, Geier. Auge, Welle, Geier, Welle, Geier. Geier. Waffe leer.
Da ist die Welle und da rechts ist der Geier. Ja. Ah! Bin ich gut oder was? Hurra! Oh, ich bin euch. Alter, bin fast draufgegangen hier. Boah, find einen Trank, alles klar. Hui, der rennt einfach durch.